glaube, heute richtig unnötige Niederlage, oder? Ja, jetzt nach dem Spiel ist schwierig, irgendwas zu sagen. Ich habe uns als bessere Mannschaft gesehen, auch von den Chancen her. Und die haben zwei Chancen. Machen das gut, das sind ja gute Kicker, aber ja. Man hat es gesehen, die haben euch sehr, sehr früh angelaufen, auch im Aufbauspiel. Dadurch hattet ihr außen viel Platz, hattet deutlich mehr Chancen auch. Waren es vielleicht einfach die zwei individuellen Fehler heute vor den Kontersituationen? Ja, wenn die Dinge halt vorne nicht machst, ist halt immer diese Floskel, dann kriegst du hinten einen rein. Und es ist schade, dass wir jetzt nicht zu Null gespielt haben, oder weil dann hätten wir wenigstens einen Punkt mitgenommen. Wenn wir vorne keinen reinmachen, müssen wir als Abwehr und als Torwart halt versuchen, irgendwie zu Null zu spielen. Kann man sagen, jetzt habt ihr in wenigen Tagen so zwei Extremspiele erlebt. Eins, wo fast alles wunderbar klappt und eins, wo ihr trotzdem gut drin seid, aber wirklich wenig zusammenläuft? Ja, was heißt wenig zusammenläuft? Das sehe ich gar nicht so. Mhm. Also erste Halbzeit haben wir das ja trotzdem ordentlich gemacht und zweite Halbzeit über Strecken auch. Die Momente, die wichtig waren, waren wir halt nicht da. Und das ist das, wo wir dran arbeiten müssen. Also ich glaube, richtig ärgerliche Niederlage, wenn man betrachtet, dass ihr deutlich mehr Chancen hattet und Hoffenheim eigentlich mit zwei Kontern euch so den Chaos macht, ne? Ja, definitiv. Aber wir wussten, wo die Stärke der Hoffenheimer ist. Und wir haben dann einfach in die Karten gespielt. Zwei Tore aus Umschaltsituationen. Wir wussten, dass sie gut im Umschaltspiel sind. So was darf uns nicht passieren. Und wenn wir selber keine Tore machen, ja, dann geht es halt 2-0 für die aus. Man hat das gemerkt, die haben euch sehr, sehr früh angelaufen im Spielaufbau mit zwei Stürmern. War dann für euch dementsprechend auch ein bisschen schwieriger, ne? Ja, war schwieriger, klar, auf dem Platz auch, aber das ist keine Ausrede. Wir haben es ja trotzdem relativ ordentlich gemacht teilweise. Wir sind ja vorne reingekommen, über die Außen gut durchgekommen. Dann müssen wir auch einfach mal zwei, drei Tore machen vielleicht. Was hat heute gefehlt aus deiner Sicht? War es die letzte Präzision oder Konsequenz vom gegnerischen Tor? Ja, Kleinigkeiten, die entschieden haben, die im letzten Spiel gepasst haben, haben heute nicht gepasst. Dumme Ballverluste und vorne halt nicht effektiv genug. Ich habe gerade unten in sehr viele enttäuschte und auch ein bisschen sprachlose Gesichter geblickt. Ich glaube, Sie können es ein bisschen besser analysieren von außen. Woran hat es konkret heute gelegen? Ja, zum einen an der fehlenden Konsequenz im Spiel nach vorne. Situationen waren da. Wir haben es dann in diesen Situationen nicht genau genug ausgespielt, nicht verbissen genug. Erinnere auch an die vermeintliche Elfmetersituation. Das wäre das 1-1 gewesen. War vielleicht ein Elfmeter, ich weiß es nicht, ne, muss mir ein Bild nochmal angucken. Aber ich glaube, du kannst die Situation auch verbissener lösen, ne, und dann mit Ball ins Tor laufen. Ne, und das haben wir heute nicht gemacht. Ich glaube, der hat nicht diese Effektivität, die wir am vergangenen Samstag hatten. Und dann haben wir in den Umschaltsituationen eben auch ein bisschen schläfrig gewirkt. Ne, in der einen oder anderen Situation. Nicht wirklich giftig genug, auch in den Zweikämpfen, haben zu sehr nach vorne verteidigt in ein paar Situationen, wo wir eher nach hinten diagonal hätten fallen müssen. Und das waren einfach Situationen, die die Hoffenheimer dann schlussendlich in der zweiten Halbzeit mit den zwei Situationen für sich gelöst haben und für sich genutzt haben. Und wir haben vorne keinen gemacht, die haben zwei gemacht, dann verlierst du 2-0. Sie haben gerade schon das Spiel vom Samstag nochmal angesprochen. Waren das so zwei Extremspiele, weil er am Samstag ihr wirklich gefühlt fast alles geklappt hat, von Fernschüssen bis auf schöne Spielzüge über der Grundlinie. Und heute ein Spiel, wo sie eigentlich auch mehr vom Spiel hatten, aber nicht vorm Tor so wirklich viel geklappt hat. Ja, ich meine, du wirst immer wieder auch so Situationen haben, wo du dann eben nicht diesen Punch nach vorne hast. Dann ist halt wichtig, dass du nach hinten gut arbeitest. Und wir haben vor dem Spiel ganz klar als Marschroute ausgegeben, dass Basisfundament die Defensive sein muss und dass wir zu Null spielen wollen. Ich glaube, das ging erste Halbzeit verhältnismäßig gut auf, weil wir da relativ wenig zugelassen haben. Sicherlich die ein oder andere Situation war da auch schon da, aber es war nicht so entscheidend, dass der Gegner zu Torchancen kam, bis auf in der Anfangsphase. Und ja, in der zweiten Halbzeit haben wir dann eben nicht mehr so verbissen gearbeitet oder nicht so verbissen gearbeitet, wie ich es mir gewünscht hätte. Und deswegen schade, ja, weil ich glaube, wäre viel möglich gewesen heute, auch gegen eine junge Hoffenheimer Mannschaft, die auch nicht so eingespielt wirkte und in einem ganz anderen System, wie der Marco ja eben auch geschildert hat, gespielt hat. Deswegen glaube ich, dass mehr drin gewesen wäre und deswegen ärgert es mich umso mehr. Ja, letzte Frage, wie richten Sie die Köpfe jetzt bis zum Freiburg-Spiel wieder auf? Ja, wir müssen jetzt erstmal eine Nacht drüber schlafen und über die ein oder anderen Themen dann morgen vielleicht schon sprechen. Dann werden wir am Donnerstag frei machen, trainieren Freitag hier, werden dann Samstag früh Richtung Freiburg fahren und werden Samstagnachmittag in
in Freiburg trainieren. Und ich hoffe, dass wir bis dahin dann ja, die ein oder anderen Themen so aufgearbeitet haben, dass wir dann auch wieder mit einem klaren Kopf in die Partie gegen Freiburg gehen. Weil es wird ein anderes Spiel, ja, ein ganz anderes Spiel. Auch ein Gegner, der für mein Empfinden keine typische U23 ist. Zuletzt haben wir auch einige Profis. Ältere Profis von oben mitgespielt. Deswegen wird es, glaube ich, sogar die unweit schwerere Partie wie heute.